Generationswechsel bei der SPÖ Burgenland. Hans-Peter Doskozil folgt Hans Nissl als Parteiobmann. Wir haben die Stimmung am Parteitag in Oberwart für Sie eingefangen. Generationenwechsel im Burgenland. Seite an Seite zogen Landeshauptmann Hans Nissl und sein Nachfolger Hans-Peter Doskozil in die Oberwarter Messehalle ein. Mehr als 2000 Menschen waren gekommen und begeistert. Gemeinsam formierten sie sich zum bestbesuchten Parteitag in der Geschichte der SPÖ Burgenland und begrüßten den neuen Parteichef. Ja, ist natürlich ein großartiger Parteitag mit über 2000 Delegierten. Ich glaube, das zeigt ganz klar und demonstriert auch die Macht der SPÖ Burgenland, die Mobilisierungsmacht der SPÖ Burgenland. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal auch Richtung 2020. Mit 98,4% der 320 erschienenen Stimmberechtigten wurde Hans-Peter Doskozil mit sofortiger Wirkung zum Landesparteivorsitzenden der SPÖ Burgenland gewählt. Das Amt des Landeshauptmannes wird er ab nächstem Jahr übernehmen. Wir haben das klar geregelt. Am 28. Februar gibt es eine Sondersitzung des Burgenländischen Landtages. Und dann soll eben die Übergabe erfolgen. Für noch Landeshauptmann Hans Nissl war der Parteitag mit Rekordbesuch ein würdiger Rahmen, um auf seine 18 Jahre als Landeshauptmann zurückzublicken. Es ist ihm gelungen, endgültig das Burgenland vom Rand ins Zentrum Europas zu führen. Es ist eine Bilanz, die zeigt, dass noch nie so hohe Einkommen im Burgenland waren, noch nie so viele Arbeitsplätze und dass auch die Bildung im Burgenland vorbildlich gemanagt worden ist. Wenn man 18 Jahre so viele Wahlen für die Sozialdemokratie positiv gestaltet, wenn es so viele positive Wahlergebnisse gibt, dann ist das ein positives Resümee und es ist auch positiv. Und deswegen gibt es keinen Wehmut, dass mit Hans-Peter Doskozil die Sozialdemokratie im Burgenland einen hervorragenden Parteivorsitzenden und auch Regierungsmitglied und in weiterer Folge Landeshauptmann haben wird. Er ist zupackend, er ist kompetent, er ist einer, der das, was er sagt, auch dann tatsächlich umsetzt. Jeder legt ein Amt anders an, aber ich bin davon überzeugt, dass der Hans-Peter Doskozil das mit der gleichen Leidenschaft, Besonnenheit und Sicherheit diese Funktion für das Burgenland und die Sozialdemokraten ausüben wird, wie das auch vorher Hans Nissl getan hat. Das Burgenland bleibt immer das Burgenland, aber wie der Landeshauptmann schon gesagt hat, jeder hat seinen eigenen Stil. Auch ich habe meinen eigenen Stil, habe gewisse Schwerpunktsetzungen, aber dem Grunde nach wird das Burgenland von heute auch das Burgenland von morgen sein. Es gibt schon Signale vom Kollegen Doskozil, dass er die Arbeit auf der einen Seite vom Kollegen Nissl, Genossen Nissl fortsetzen wird, was die Arbeitnehmerschaft anlangt, aber gleichzeitig auch neue Akzente setzen und auch gute Zusammenarbeit angekündigt hat. Die SPÖ Burgenland geht also mit viel Schwung in ein neues Zeitalter. Ich denke, wenn man ins Alter kommt und sehr viel geleistet hat für das ganze Burgenland, dann ist es schon notwendig, dass der Wechsel vorgenommen wird. Und ich glaube, in jüngere Hände bei Herrn Doskozil ist das alles sehr gut aufgehoben. Es ist eine Aufbruchsstimmung, es sind sehr viele Leute da, so viel hatten wir noch nie. Und ich bin wirklich begeistert, wie der Parteitag heute abläuft, was für gute Stimmung ist, die Mischung an Besucher, die wir haben, aber natürlich auch die vielen Lehrgäste, die ins Burgenland gereist sind. Viel Lob und Glückwünsche gab es auch von den Nachbarbundesländern. Herr Landeshauptmann Hans Nissl hat ungeheuer viel für das Burgenland geleistet, wenn ich daran denke, wie der Wirtschaftsstandort gestärkt worden ist, aber auch der Bildungsstandort Burgenland, da hat Hans Nissl unglaublich viel geleistet und wird sicher noch in der Funktion einiges auf den wegbringen. Ich schätze auch Hans-Peter Doskozil außerordentlich. Er hat als Mitglied der Bundesregierung gezeigt, dass er Führungsqualität hat und das wird für Burgenland eine ganz wichtige inhaltliche, aber auch personelle Weichenstellung werden. Ist ja prozentmäßig die stärkste Landesorganisation jetzt nach den Kärntnern, erfreulicherweise. Und ich hoffe, dass wir diesen Wettbewerb in Wien nach der nächsten Wiener Gemeinderatswahl dann gewinnen. Aber es ist immer gut, wenn Sozialdemokraten in führender Funktion in Österreich in der Politik tätig sind. Das sieht man in der jetzigen Regierungspolitik wieder. Manche Ähnlichkeiten gibt es zwischen Kärnten und dem Burgenland und die werden wir auch verdichten in guten Zusammenarbeiten. Mittlerweile sind wir schon bei Joanneum Research zusammen und Hans Nissl und ich verbindet schon eine jahrelange Freundschaft und doppelt verbunden auch mit unserer Fußballbegeisterung. Gut vorbereitet und zeigt auf der einen Seite eine gewisse Kontinuität, weil Hans Nissl und Hans-Peter
Hans-Peter Doskozil über die Jahre gut zusammengearbeitet haben. Auf der anderen Seite auch ist ein Startschuss für Erneuerung und nach vorne Orientierung der Sozialdemokratie in Österreich und im Burgenland.